Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 11. Juli vor unserer schönen Odenwälder St. Vinzenzkirche. Die Rosen blühen heute um die Wette. Schön, dass Sie und ihr heute mit dabei seid. Und ein großer Dank vorweg geht an Maurice Antoine Corson für das wunderschöne Orgelvorspiel Gute Laune aus der Feder von Thomas Riegler. Herzlichen Dank dafür. Heute ist der 6. Sonntag nach Trinitatis und der heutige Sonntag lädt uns ein zum Eintauchen ins Leben. In der Schöpfung, durch die Taufe und im vertrauensvollen Glauben dürfen wir immer wieder neu entdecken, dass Gott uns unendlich lieb hat. Lasst uns gemeinsam diesen Gottesdienst nun feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören die Worte aus dem 139. Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken schon lange. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und kennst meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und leiten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und leite mich auf ewigem Wege. Wir hören eine Lesung aus dem Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel. Die 11 Jünger von Jesus gingen nach Galiläa, zu dem Treffpunkt, den sie mit Jesus ausgemacht hatten. Dort angekommen, stand Jesus plötzlich vor ihnen. Sie erschraken und begannen zu beten. Einige konnten es auch nicht so richtig glauben, dass es wirklich Jesus war. Aber Jesus trat auf sie zu und sagte: Gott hat mir die Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde.
Darum geht hin und verkündet überall das Evangelium. Taufet die Menschen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt. Amen. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, ersetzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schmerz.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt wunderschöne Sätze, so wie diesen. Gönn dir mal eine Pause. Wie schön ist es, im Alltag mal zur Ruhe zu kommen. Die Halbzeitpause während eines spannenden Spiels, die ist unsagbar wichtig. Gleichwohl sie oft unterbrochen wird durch eine Werbepause. Wie gut, dass es Pausen gibt. Die Frühstückspause oder die Mittagspause unterbrechen uns in unserem geschäftigen Arbeiten. Und einmal die Woche, immer sonntags, da dürfen wir einen ganzen Tag lang zur Ruhe kommen. Wir sind eingeladen zu pausieren. Das Wort Pause stammt aus dem griechischen Wort Pausoistai und bedeutet aufhören oder unterbrechen. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir einmal in der Woche eine Pause haben. Ebenso wie die Ferien und Urlaubszeiten, die unseren Alltag unterbrechen und uns Ruhe gönnen wollen. Das englische Wort Holidays ist vom Altenglischen her deutlich in den Holidays, die heiligen Tage. Und sie laden uns ein als Sinnbild für Erneuerung und innere Einkehr. Auch Jesus lädt uns immer wieder zur Ruhe ein, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das Wort erquicken, so wie Luther es übersetzt, das ist im heutigen Sprachgebrauch kaum noch zu finden. Dabei heißt es, übersetzt aus dem Griechischen, anapausao. Das bedeutet so viel wie, ich möchte euch in eurem Alltag eine Pause gönnen. Bei Jesus finden wir Ruhe für unsere Seele und das tut uns gut. Und deshalb nun drei kurze Pausentipps für den Sommer. Und das erste ist der Aufbruch zu etwas Neuem. Das Wichtigste am Glauben, so sagte mal jemand, ist die Bewegung. Glauben heißt doch unterwegs sein, offen für Veränderungen. Und das kann auch für uns heute Morgen und auch in der kommenden Woche ein Ansporn sein. Erholung und Ruhe zu erfahren und dann etwas mitzubringen in den Alltag und es in unser Leben integrieren. Das zweite ist, den Feiertag heiligen. Das hebräische Wort Schabbat, das bedeutet ruhen und gleichzeitig feiern. Nachdem Gott seine Schöpfung vollendet hatte, ruhte er am siebten Tag. Und diese Einladung, liebe Gemeinde, gilt auch uns. Am siebten Tag Leib, Seele und Geist einmal zur Ruhe kommen zu lassen. Und schon in unserem Körper ist ja dieser Grundrhythmus des Lebens angelegt. Das Herz schlägt im Wechsel von Anspannung und Entspannung. Und jede Muskelaktivität funktioniert in diesem Zusammenspiel. In unserem Leben kommt die Entspannung manchmal zu kurz. Durch soziale Medien, durch Mails und Kurznachrichten sind wir immer online, immer erreichbar. Und das ist auf Dauer, denke ich, nicht gut. Gönn dir eine Pause. Das bedeutet, sich manchmal von den Zwängen des Alltags zu lösen und die freie Zeit wirklich zu genießen. Und so kommen wir zum dritten. Genießen und Kraft schöpfen. Oft ist der Urlaubsgenuss durch erhöhte Erwartungen an die so knapp bemessene Zeit gedämpft. Viele Highlights werden in diese Urlaubszeit hineingezwängt und weniger ist manchmal mehr. Und deshalb ein guter Tipp, genieße den Augenblick und freue dich an dem Schönen. Entdecke und lobe Gott dafür. Und dadurch werden wir wieder Kraft schöpfen können für den Alltag, der auf uns wartet. Das waren die drei Tipps für den Sommer. Das erste, Aufbruch wagen, das zweite, Feiertage heiligen und das dritte, genießen und neue Kraft schöpfen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Das, liebe Gemeinde, wünsche ich uns allen in diesem Sommer von Herzen. Amen. Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Und ein besonderer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure wunderbare Unterstützung. Die digitalen Gottesdienste immer sonntags ab 8 Uhr wird es auch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zu unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr bei gutem Wetter draußen mit Pastorin Silke Raab aus Schobel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Rätselfragen rund um die Bibel. Welche Tiere werden in der Bibel am häufigsten genannt? Bienen, Esel oder Schafe? Die richtige Antwort ist Schafe. Was hat die Taube im Schnabel, als sie zu Noah fliegt? A. Etwas Kuchenteig, B. Ein Olivenzweig oder C. Ein Krümel vom Bürgersteig. Die richtige Antwort ist einen Olivenzweig. Was schuf Gott am sechsten Tag? A. Menschen und Tiere, B. Bäume und Vögel oder C. Sonne, Mond und Sterne. Die richtige Antwort ist Menschen und Tiere. Was erlebte Daniel? A. Einen Streit in der Backstube, B. Diebe beim Raubzug oder C. Die Rettung aus einer Löwengrube. Die richtige Antwort ist die Rettung aus einer Löwengrube. Wovon wurden die Ägypter als zweites geplagt? A. Von Fröschen, B. Von Hundegebell oder C. Von Stechmücken. Die richtige Antwort ist von Fröschen. Auf welchem Tier ritt Hamans Cousin durch die Stadt? A. Auf einem Pferd, B. Auf einem Esel oder C. Auf einem Kamel. Die richtige Antwort ist auf einem Pferd. Welcher Vogel, sagt Jesus, wird von Gott nicht vergessen? A. Der Star, B. Der Specht oder C. Der Spatz.
Die richtige Antwort ist der Spatz. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich dir, gütiger Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein Orgelnachspiel von Hans-Peter Peyroth. Er spielt den schönen Choral Lobe den Herrn nach einer Melodie aus Stralsund und den Text hat Joachim Neander beigesteuert. Wir hören ein Vorspiel und den Choral in zwei Sätzen. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach München.